Jetzt. So, huhuhu. Willkommen beim zweiten Rennen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man etwas besser startet. Ne? Beim letzten Mal ist das Ding ja. Und dann. Hat er uns allen einen ordentlichen Herzinfarkt verpasst. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja gut, dann drehst du mal 1000 Umdrehungen höher, was ihr auch gleich hören werdet, ist nicht ganz perfekt, aber ich bin wenigstens mal losgekommen. Ja. Und dann kann ich euch noch mal zeigen, was ich immer meine, wenn ich sage, ihr könnt das da unten in die erste Kurve richtig reinlaufen lassen. Ne? Das dauert ein bisschen, bis man das in Oschersleben kapiert hat. So, die ziehen jetzt ja erstmal alle weg. So, siehst du ja, eigentlich ist der Start ja gar nicht so gut. Da hast du schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt guck mal, was du das da reinlaufen lassen kannst. So, und schon bist du nur noch Fünfter. Na, ich so, okay, ne? Die schleifen alle ganz gut mit. Und ich dachte, oh, der Reifen ist geil. Ich habe vorne 9 Reifen, ich habe hinten 9 Reifen. Vorne ein SC2 Big Size, hinten XOR. Ne? Die Luft, das passt alles. Ne? Scheißegal, heute ist dein Tag, das schaffst du auch. Und die fahren nicht weg. Und ich denke, boah, fuck, was bist du schnell. Ja, und ich war auch schnell. Außer er war nicht schnell auf einmal. Da dachte ich auch so, wieso bist du jetzt so langsam? Da wollte ich SA vorbei. Und dann habe ich diese Kurve nicht gekriegt und dann habe ich mich doch gleich beim nächsten Kurve habe ich mich dann, also beim nächsten Rumgang, habe ich dann gedacht, jetzt musst du dich zusammenreißen. Weil auch der mit der Ducati da hinten, hätte ich den genau gehabt, ne, ich wäre da mitgekommen. Aber ich war jetzt, seht ihr, ich habe nicht genug Qualm, weil dieses dreibuchstäbige Scheißding auf der Geraden einfach wegfährt. Ne? Verrätermotorrad. So, und da wollte ich eigentlich auch schon wieder durch, aber und wenn du schneller bist, dann kannst du vorbei. Und ich sie da hinten wegfahren. Ah! Verdammte Scheiße. Ein Zug fährt ab. Ja. Und ich glaube, jetzt wäre der Tag gewesen, wo ich hätte 28 fahren können. Aber, ja, guck dir das mal an. Das ist doch scheiße. Ich glaube, du brauchst einfach 15 PS mehr. Nein, die Dinger müssen weg. So, und jetzt mühsam wieder ranarbeiten. Verdammt. Man guckt ihn den an, der liegt ja auch schon ein bisschen liegt, was an der Erde da. Da liegt alles. Ja. So, und jetzt auf die Bremse. Ja, verdammt, da rein. Ja. Das ist richtig. Mann. So, jetzt kommt der. Außen, das muss außen gehen. Ich kriege ihn. Ah, los, guck mal, das Vorderrad schon weg. Ja, wie du dich aber so Stück für Stück immer näher in Schräglage so, jetzt. Leck mich am Arsch, jetzt ziehe ich da voll rein. Ne? Also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe einfach angestrengt in die andere Richtung geguckt. Das war wahrscheinlich schon etwas knapp. So, und jetzt muss ich erstmal weg. Leider ist mein Zug fällt weg, weil ich bin das ganze Wochenende nicht so schnell gefahren, weil man muss ja sparen, keine neuen Reifen und was nicht alles. Ja, ne, weil der Nachwuchs frisst ja alles auf hier. Es tut mir leid. Ne? Aber fährst du halt mit den alten abgerockten Blößen den ganzen Tag und wenigstens zum Rennen kannst du ja mal neue leisten. Und die sind dann natürlich so schnell, dass du erstmal sagst so, fuck, muss ich erstmal dran gewöhnen. Ja, und dann dachte ich echt noch so, boah, wenn du jetzt hier so ein paar saubere Runden hinknallst, vielleicht kriegst du den doch. Ne? Also wir haben es, ich muss noch mal nachgucken, ich glaube die erste fliegende Runde war schon die erste stehende Runde war eine 33, meine ich. Die ersten zwei Runden waren schon eine tiefe 30 und dann irgendwann bin ich dann mit, ich weiß nicht, ob ich da irgendwann überholt werde, oder dann ging es mit 31 los und nachher hatte ich einen vor mir, der hat mich erst überholt, kommt auch gleich noch und dann bin ich dahinter und auf einmal wird er langsam richtig. Aber seht ihr mich selbst. Muss ja nicht alles hier schon erzählen. Nicht schon alles verraten. Ja, genau. Da habe ich ein bisschen zu schnell. Ich habe auch was Neues in Oschersleben gefunden. Ist mir vorhin auch nicht aufgefallen. Wir kommen ja gleich nochmal in die Dreifach links. Dann zeige ich euch das nochmal. Ich habe es, wir fahren ja jetzt immer, wenn wir da sind, mit dem Rennrad da rum. Und ich habe es mit dem Rennrad jetzt das erste Mal richtig gesehen, dass in die Dreifach links, so 1,5 Meter vom Körper nach außen richtige Wellen sind, also richtige Wellen. Früher waren die immer so ganz leicht und jetzt ist es wirklich, du fährst da rein und jetzt entweder über die Wellen oder ein Stück weiter in. Fährst du ein Stück weiter in, kommst du natürlich ein bisschen weiter raus. Und da musst du dann halt mit dem Vorderrad so ein bisschen tricksen. Und das sieht man da gleich. Hier siehst du auch,
Da hast du so ganz leichte Shattering, wenn das Vorderrad mal so ein bisschen wegrutscht. Ne? Das ist jetzt wegen der Bremse, dass du da so drüber haust. Ja, und sobald du pop, Gas anlegst, ist alles ruhig. So. Vollgas löst alle Probleme. Genau. Ne? Vorderrad fühlt sich immer nur wohl, wenn es in der Luft ist. Ne? Ja, über den Wolken. Der Rhein hat schon gesungen. Ne? Das ist alles Wasser. So, da auch schön, zack, hier raus. Whee, Schwung. Ne? Ja, wenn da einer hinkommt, ja, dann ist das halt so. Hört man das? Ja, 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 die Bremse geht. Ne, seht ihr, da fahre ich jetzt auch ein Stückchen weiter hin, weil ich ja nicht will, dass die da hinten irgendwie die Nase ihm reinhalten. So, da sieht man das jetzt. Ich fahre etwas weiter hin als sonst. Seht ihr da, zack. Weil da ein Stück weiter außen hast du diese Vibration. Da kommst du zwar ein bisschen weiter raus, aber es ist deutlich ruhiger. Das ist das Einzige, was ich im Moment geändert habe. Und dass wir halt da mit sehr viel Schwung in diese rechts reinfahren. Wie gesagt, ich war jetzt ein Jahr nicht da. Das stimmt gar nicht. War einen Tag vorher nochmal zum Trainieren da. Hast recht, das ja. Race Academy oder so. Ja, ja, genau. Aber man merkt schon, wenn man ein Jahr nicht da war, man braucht schon so ein, zwei Runden, bis man sich da so wieder richtig wohlfühlt. Ne, da auch. Ne? Und ah, es ist so ärgerlich, dass diese Ducati da hinten so weggezogen ist. Ne, man sieht ihn ja hinten, aber es ist immer diese, seht ihr das? Immer diese 20 Meter, die er dann mehr hat. Und wenn du hinten wirklich dran bist, dann machst du die weg. Aber so, ja, du siehst ja nicht mehr, wo du bremst. Du kriegst auch keinen Windschatten und nix. Ach, das war so nervig. Fupp. Fupp. Und dann immer schön weiter, weiter aufziehen, weiter aufziehen, weiter, weiter, weiter. Ne? Bis der Hintern sagt, na Gnade! Ne? Und dann sagst du, ich hab Traktionskontrolle, der scheiß drauf. Und das aus deinem Munde. Ja, ne? Ich hatte beim ersten Training hatte ich einen Xer drauf, der hatte schon ein bisschen was gesehen. Und dann habe ich das genauso gemacht und dann hatte ich einen Rutscher, Freunde. Heidewitzka, ne? Gut, dass wir das ja geübt haben und gewohnt sind, was Wegrutschen angeht, ne? Aber hui! Also wenn du in absoluter Schräglage das Ding aufreißt, das Ding macht einmal so. Pum, dann bist du erstmal so, hier vielleicht nicht mehr ganz. Du brauchst auf jeden Fall keinen Kaffee mehr, um wach zu werden. Nee, nee. Aber wir haben die Traktionskontrolle so eingestellt, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass wir den Reifen damit schonen. Das heißt, das Ding fängt an zu rutschen und irgendwann kommt der Moment, wo du überrutscht, also wo das Ding wirklich und dann ganz zum Schluss, da haut die rein. Kann manchmal auch zu spät sein, aber wenn die zu früh eingrippst, dann ja, du turnst dann nicht mehr aus der Kurve raus. Ja, da zum Beispiel, da musst du jetzt hier zack auf, ziehst du richtig schön schwarzen Strich, siehst du das, dann geht die Karre so leicht vorne auf, hast du richtig Schmalz an der Kette. Und wenn du das nicht hast und die schiebt einfach nur das Vorderrad nach außen, du kannst die Kurve ja nicht richtig halten. Du kannst auch nicht so richtig nochmal so rausdriften. Apropos Driften, es ist jetzt passiert, ne? Wir haben uns einen Speedwayer gekauft. Ne? Das Video habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, was wir so Spaß reingesetzt haben. Nächstes Jahr, ne? Ach, wenn ihr Bock habt, ne? Könnt ihr auch mal mitkommen. Ne? Sag doch Bescheid, hier, ich will mich umbringen mit den Extremen. Ja, suizidgefährdet, hier bitte melden, da, zack. Einmal mit 70 PS ohne Bremse um so eine Bretterwand fliegen und so. Kein Problem. Wunderschöne Erfahrung. Ja, genau, ist ähnlich wie eine R1 ohne Bremse. Ist tut sich nicht viel. Ja, ne, wir machen aber Film. Das Ding, Rolling Chasse haben wir schon, wir brauchen jetzt noch nur noch einen Motor und einen Vergaser. Den Rest haben wir schon. Und dann bauen wir das Ding in aller Ruhe auf. Werden wir natürlich auch hier begleiten hier. Es so, ne? Geht sowieso also weiter hier auch mit Fireblade. Wir warten auf die nächsten Teile. Wir müssen gerade eine Hülse drehen. Da warten wir jetzt gerade drauf. Wir können im Moment nichts machen. Ne? Wir das hatten jetzt mit Gurke ja auch erstmal genug mit der R6 Motor. Ja, eben wieder rein. Im neues Getriebe einbauen. Es ist bei der R6 ja Kleinkram. Es ist ja. Ja gut, wir haben es diesmal nicht selbst gemacht. Wir haben es schnell weggebracht. Weil ein guter Bekannter von uns, der hatte noch eins liegen. Der hat das auch gleich vor Ort reingebaut. Wir haben den Motor da wieder gekriegt. Haben ihn in Betrieb genommen. Haben das Ding. Oh, da ist er. Mm. Ah. Ah. Schönes Motorrad. Ja.
Du weißt, wo du hier bist. Ja. Man muss ja ab und zu mal gucken, wo die Grenzen sind. Möchte noch Kirby haben. Günstig abzugeben. Leihweise ab. Testweise. Ja, ne? Bei nicht gefallen. Ja. Damit ich dann erstmal merke, dass ich es woanders schlechter habe als hier, oder? Ja. So, und dann bei dem dachte ich ja noch so, ah, das ist cool, der zieht mich vielleicht doch noch ein bisschen weg von den anderen und da hinten hin. Und was ich nicht gesehen habe, der Loris Lenwort, den ich gerade überholt hatte mit der BMW, der hatte in irgendeiner Linkskurve, ich glaube, war es jetzt die nächste, auf die Hasseröder drauf zu, wollte er mich wohl überholen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nicht gemerkt. Und das muss wohl sehr knapp gewesen sein. Und zwar so knapp, dass er so gerade an mir vorbei und dann ins Kies. Ne? Ja, ja. Also, man hat mir gesagt, man hatte den Hauch gehört. Ich würde sagen, wir haben ihn schon bei dir im Hinterrad drin gesehen. Also das war letzte Rille knapp. Ja, genau. So, da geht jetzt die Überrundungsspannung schon los, wa? So wie es aussieht. Also es waren schon Unterschiede von der Performance im Feld zu sehen. Ich meine, was war der schnellste? Ach, das war da eben. Das war die Runde vorher dann schon. Das war die Runde vorher schon. So. Und da dachte ich so, guck eben hoch. Oh, den kenne ich. Wieso liegt denn der da? Und dann fing mir so auf, oh, das war wahrscheinlich knapp. Ich meine, was ist der schnellste jetzt gefahren in der Truppe? 26. Ach ja, wer war das? Mac? War das? Ich habe deinen Namen vergessen. Irgendwas mit M war das, glaube ich. Fährt auch IDM. Ja. Milan Merkelbach. Ja. Dann kam der Herr Tessels mit einer 27 und der mit der Ducati. Schlag mich tot. Ich glaube, der war auch 28 ist der, glaube ich, noch gefahren. Irgendwie sowas. Ja, und. Boah! Oh, und jetzt habe ich es verkackt! Jetzt komme ich endlich richtig raus! Verdammt, wie scheiße! Ja, gut, aber ich wusste jetzt, ich bin auf jeden Fall deutlich schneller als er. Das sieht man jetzt auch. Ich weiß nicht, ob die Körner da nicht mehr wollten und nicht mehr konnten. Ich meine, das Ding geht auf der Geraden wie Sau. Muss ich ja dem Öltanker da neidlos eingestehen. Da komme ich ja nicht von weg. Schiffsmotoren laufen nun mal. Ja, aber ne. Der alte Sack hat Ehrgeiz. Der will das nicht. Der will nicht dahinter. So, und dann geht das natürlich nicht. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich schneller bin. Man sieht das auch gleich, wo ich schneller bin. Und dann hatte ich mir den eigentlich so für die letzte Runde schon zurechtgelegt, weil ich habe es jetzt einmal probiert und ich weiß, okay, ich hätte ihn in die letzte Kurve hätte ich ihn überholt. Ich zeige euch auch gleich warum. Da seht ihr auch gleich, seht ihr, die Kurve passt jetzt auch schon nicht. Ich weiß nicht, warum jetzt, verstehe ich nicht. Habe ich erst überholt, sauschnell, fährt eine Runde und dann bricht er wirklich über 1,5 Sekunden ein. Und ich kann nichts machen. Ach, guck mal, da ist mein kleines Schibabchichi wieder hier auf den drei Buchstaben, Freunde. So, einmal schön winken. So. Aber ich glaube, bei der BMW ist die Bremse kaputt. Hast du gesehen? Das scheint nicht so funktionieren. So, und jetzt kommt die Sache. Wo gehst du vorbei? Ach, wie immer. Zack. Siehst du, kommst du leider nicht so gut raus. Aber jetzt siehst du da schon, wenn ich da jetzt runterfahre. Ja, und jetzt da in diese Kurve rein. Diese Meter, die ich da schon wieder ja, hob und ich dachte, das könnte eine Kurve werden. Gut, Ende statt Ziel. Ist ja nicht mal eben 150 Meter wegbremsen. Außer man heißt Toprak, aber. Ja. Aber der ist ja auch ins feindliche Fremdlager. Sowas. So ein schönes Motorrad im Stich lassen kann und nur so eine Krücke wechseln, kann ich verstehen. Ne? Ja. Gut, ich werde nie irgendwas von BMW bekommen, das weiß ich jetzt schon. Ja, du stehst so auf so einer Blacklist bei BMW. Das glaube ich. Du hast den Namen gesagt. Oh, ich zensiere das raus. Ja, zensiere das weg.
Ehrlich. Ja, wir haben schon Spaß. Ja. Also wenn einer um Hilfe schreit, dann fährt natürlich auch so eine komische Karre. Ja, ich helfe da auch. Ne? Aber Toaster sagte, du würdest dich mal draufsetzen. Nein, auf keinen Fall. Das sieht wie, das einer. Das ist wie so eine Seuche. Ja. Dann hast du aber Scheiße. Habe ich schon erzählt, dass ich die Kurve nicht mag? Nee, ich merke, wie viel Meter du auf dem machst. Die Kurve magst du definitiv nicht. So, jetzt da schon, da wusste ich schon so, ja, und dann hier da am Ende dann schön spitz rein. Das klappt gleich. Oh, ist ja krass geil. Wir dürfen mit offenem Auspuff fahren. Oh, war das geil. War das geil, dass so bitte die Welt untergeht. Oh, herrlich. Hui. Zack. Und ich war so schnell. Ich hätte oben, unten, überall. Ich konnte überall hinfahren. Ziehst einfach nach innen rein. So, jetzt wusste ich schon, jetzt muss ich nach innen, weil der drückt jetzt nach außen. Und dann dachte ich, jetzt ist Gelb weg. Kannst du hier schon wieder rein? Und dann denke ich so, fuck die Scheiße. Da liegt das Motorrad. Und ich denke, nein. Drei Viertel ist rum. Wer weiß ja, was kommt, ne? Ist egal. Ne? Vierter, fünfter. Wieder ordentlich Punkte gemacht. Wieder ordentlich nach vorne. Schönen Fight gehabt. War alles super. Aber ja, ist mal A für den blöd, der auf die Fresse geflogen ist. Und weiß ich nicht, so werden das ja schon ein paar Mal, so willst du kein Rennen beenden. Ne? Wenn du willst von Anfang bis Ende fighten, du willst dir das aufbauen und du willst am Ende da oben die Flagge sehen, verdammt nochmal. Und dann willst du sagen, okay, alles gegeben und ich habe verloren. Aber so ist das so, das ist wie Fußball-Länderspiel, weißt du, 90. Minute, Weltfinale, alles rennt zum Tor hin und dann fällt der Fernseher aus. Fußballvergleich, wer bist du? Ja, es soll ja in diesem Land zwei Leute geben, die Fußball gucken. Zwei Leute? Ja. Einer, der beim Fernsehsender sitzt und einer, der den Fernsehsender dafür bezahlt. Ah, okay, ja, ich verstehe. Und der Rest, was habe ich noch gesagt bei der Europameisterschaft? Ne? Alle gucken Fußball, weil alle Fußball gucken. Ah, ist ein Punkt. Ja. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die noch nie Fußball geguckt haben und auf einmal alle ein Trikot anhatten. Von eben diesen Typen, ich kenne die alle gar nicht. Ich dachte, wer ist das alle? Wieso hat denn nicht einer irgendwie ein Unterhemd in Feinripp mit Duden hinten drauf von mir an und rennt damit über Platz? Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, die kennen mich doch genauso wenig wie die Typen da. Ne? Rennt auf den Platz, kriegt er zweimal gegen so eine Lederpelle. Ja, ups, scheiße, ist er jetzt in die Netze reingeflogen? Kacke. Und schon ein bisschen Millionär. Weiß ich auch nicht. Ne? So eins hier quält sich dann den ganzen Tag von morgens bis abends. Siehst du, wie die Groupies, wie sie mir vom Leid schlagen muss. Ne? Bist du gar nicht mehr los? Wette Peitsche! Ja, nix. Ne? Gähnende Leere. So als Beispiel. Du wirst Meister. Ja? Hast dein ganzes Leben lang dafür malocht und getan und hast du nicht gesehen. Dann bist du Meister. Ja? In Holland bist du vielleicht noch ein bisschen so Fernseh, Presse, Zeitschriften und was nicht alle. Dann kommst du nach Hause, ja, der Nachbar mit Garten, Rasen. Na und, wie war Wetter in Holland? So, interessiert hier kein Schwein. Ne? Aber wehe, hier irgendwie ortsansässiger Drecks-Idiotenverein, bis hier oben in eine Pleite, kriegen nichts geschissen, ja, und machen da in der Regionalliga, machen so mal ein Tor. Dann wird sich ja gleich mit 100.000 auf die Fresse gehauen und gewichst und hast du nicht gesehen und hier Flaschen geschmissen und heute Abend so, hast du Fußball geguckt? Ja, in 90 Minuten ein Tor. Ne? Ja, was ist denn daran spannend? Da kannst du nicht mal sterben bei, oder du Scheiße. Ne? Ja, ich bin umgeknickt oder ich habe einen Ellbogencheck gekriegt. Voll gefährlich. Mann. Ja, ne, weißt du,
Vergleich in Deutschland. Sobald du nicht so einen Ball am Fuß hast, dann bist du sowieso abgeschrieben. Da kannst du aus dem Flauschball vielleicht noch einen prügeln, wenn du gut bist. Dann kriegst du vielleicht auch noch ein bisschen was. Aber was haben euch die alten Bälle denn getan? Lass sie doch mal leben. Diese armen kleinen Dinger. Früher haben die noch in der Sesamstraße, haben die noch, hallo. Da können wir über so Mützen aufgekriegt und was nicht. Da konnten die da alle so rumspringen, hast du nicht gesehen. Ne? Und heutzutage wird er nur noch drauf eingedroschen. Ne? Wir drischen nicht auf unsere Motorräder ein. Ne? Die werden gehegt und gepflegt. Und wenn man die dann weggeschmissen hat, ne, ist Geschrei groß. Du kannst sie alles gebrochen haben. Die erste Frage ist, was mit dem Motorrad? Ja. Ne? Hast du schon mal ein Beispiel, einen Fußballer gespielt, was, ob der fragt, was mit dem Ball ist, ob es ihm gut geht? Nee, dann wird er mit 300 drauf geballert, ne, von beiden Seiten 90 Minuten lang, ne, und keiner kümmert sich um die arme Sau, die da rumläuft. Rollt, Entschuldigung. Ne. Ich schweife schon wieder ab. Bevor ich mich noch weiter hier ausraste, ich muss nämlich noch Inspektion bei der R1 machen. Guck nicht so viel Fernsehen. Abschalten.